Nein, das ist nicht die erste Bilderausstellung. Wir haben schon eine Ausstellung gemacht zum Max Bossert, Mabo, wo wir oben im Kabinett 30 Bilder ausgestellt haben, die auch eine Verkaufsausstellung war. Als ich das erste Mal angefragt wurde, ob ich das machen will, habe ich gefunden, das sind Maler, die in den 80er Jahren sehr erfolgreich waren. Interessiert das heute noch jemand? Und wir haben gemerkt, ja, das ist sehr wohl so. Die Leute waren sehr interessiert. Wir haben auch dort die Hälfte der Bilder verkaufen und sind dann eben auch von den Nachkommen von Eugen Flachsmann angefragt worden, ob wir das auch für sie machen wollen. Ja, wir haben ein Bild gekauft und noch eine kleine Postkarte, wo das Motiv Ascona drauf ist. Ja. Gute Freund Rolf, der Sohn von Geni Flachsmann, hat uns eingeladen, persönlich, um die Ausstellung zu besichtigen. Und jetzt sind wir in der Finissage dabei. Also zum einen ist es mal, es bringt völlig neue Leute ins Museum. Und wir haben gemerkt, gerade jetzt auch an Eugen Flachsmann, man mögen sich noch so viele Leute erinnern und die kommen schauen. Und das sind Leute, die zum Teil noch nie da waren und die kommen jetzt zu uns, das schauen. Ja, wir sind durchgegangen und haben ein bisschen ideal angeschaut. Und ja, das Bild hat uns wirklich gerade sehr gut gefallen. Andere hätten uns auch gefallen, die sind aber schon weg gewesen. Und darum haben wir uns für das eine Bild entschieden vom Riet, vom Robenhauser Riet. Mein Grossvater hat schon Bild in Auftrag gegeben bei ihm. Und so ist das so ein bisschen in der Familie geblieben, dass man einfach Bilder von ihm hat. Und jetzt haben wir auch eins. Ja, was schön ist, man trifft auch wieder Leute. Das nächste wird die Vernissage über Flugbilder aus Wetziken, wo wir vom Archiv von Wetzipedia oben Flugbilder vergrößern und zeigen, wie sich Wetziken verwandelt hat in den letzten 100 Jahren. Also wir haben Flugbilder von 1920 bis 2020. Wir haben extra Drohnen steigen lassen, damit wir aktuelle Bilder haben, die wir zeigen können.